Aloha, meine Lieben, und willkommen zur, ist das jetzt die vierte oder fünfte Episode von Eternal Winter? Wir haben Tag 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach Ressourcen. Wir haben gerade einen kranken, kleinen, süßen Schnuckelhasen erlöst von seinen Qualen. Der hat ganz laut gejammert, weil er so krank war. Und, ja. So sind wir. Wir schauen mal eben, ob hier was ist. Ich möchte eigentlich da wieder rechts rum. Ich schaue mich mal eben hier in diesen kleinen Ruinen um. Ach, hier war ich schon. Oh, jetzt bin ich wieder orientierungslos. Das ist natürlich großartig. Nee, okay, dann fahren wir jetzt weiter rechts rum. Dann komme ich wahrscheinlich von da. Hä, bin ich im Kreis gefahren? Es ist nicht auszuschließen, meine Lieben. Es ist nicht auszuschließen. So, dann fahren wir jetzt hier rum. Und ich markiere mir dann mal so ganz grob Richtung Hause. Ja. Damit wir, auch mal gucken können, was wir im Village jetzt noch machen können mit unseren Ressourcen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir... Also mit dem Holz könnte echt schwierig werden. Wir haben jetzt ein bisschen was dabei, wenn wir gleich aber noch was bauen. Müssen wir mal gucken, ob wir da bis Tag 4 hinkommen. Das, da vorne ist wieder ein Wolf. Ja, da müssen wir natürlich hin. Hier schon. Okay. Komm her, mein Wolf. Boah, ich bin so aufgeregt, wenn Wölfe auf mich zulaufen, ne? Fuck. Wow! Schnell nachladen. Und auch das, schnell nachladen. Habe ich den gerade verschossen oder was? Boah. Ein Fleisch hatte der jetzt dabei, oder was? Wie viel haben wir denn überhaupt? 35. Ey, Leute, das ist nicht so viel. Wenn wir 30 Food Crates brauchen, Alter. Ich weiß ja nicht, ob wir 30 oder 20 Fleisch brauchen oder 20 Fleisch Crates. Das sagt der einem halt nicht. Oh, hier ist noch was. Geil, 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 geil. Nice, 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 nice. Oh, ups. Sehr gut. Wir markieren auf der Karte mal eben. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du liebes bisschen. Oh, Leute. Oh, wow. Wir brauchen ja 84 Jahre bis nach Hause. Ach, du Scheiße. Okay, wir müssen uns jetzt so langsam auf den Nachhauseweg machen, ey, sonst schaffen wir das ja überhaupt nicht mehr. Holy shizzle, Leute. Okay, es ist schon mal die grobe richtige Richtung. Was? Aber ich bringe nicht so ganz viel Fleisch mit nach Hause, ne? Das ist nicht so geil eigentlich. Okay, wir fahren jetzt grob nach Hause. Wir nehmen natürlich noch mit, wo wir dran vorbeikommen. Aber wir versuchen jetzt nicht mehr so große Schlenker zu machen. Ich drehe mich hier ab und zu mal nach rechts und nach links. Um zu gucken, ob wir vielleicht noch kranke Tiere erlösen können. Ist hier noch was für uns drin? Das wäre so großartig, wenn wir jetzt noch Holz finden würden. Aber es ist ja noch ein weiter Weg nach Hause. Also es könnte sein... Ja! Hammer! Hammer, 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 Hammer. Danke, danke, danke. Geiler Scheiß. Ey, das war voll die erfolgreiche Loot-Tour so. So, dran so. Wie gesagt, Fleisch, ob wir da genug zusammen haben. Ich bezweifle das stark. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Fallen aufstellen. Aber habe ich da oben auf dem Berg gerade was gesehen? Da ist irgendwas. Ist das ein Wolf? Oder ist das ein Haus? Ja. Wenn man Wölfe nicht von Häusern unterscheiden kann, dann ist alles zu spät. Weil gleich fängt Tag 3 an und wir sollten wirklich gucken, dass wir nach Hause kommen. Es wäre super geil, wenn hier noch was wäre jetzt gerade. Jawohl. Noch so eine Essenskiste. Wie gesagt, vielleicht können wir das Zeug... Oh, und Metall. Oh, nice. Wenn wir das auch in die Food Crates packen könnten, das wäre natürlich geil. Das weiß ich aber nicht.
Oh, großartig, Leute. Super, jetzt wuppt das hier nochmal voll. Voll gut. Aber wie gesagt, große Schlenker gibt es jetzt hier nicht mehr, sondern relativ... Komm, meine Süßen, auf da. Oh Gott. Ja, ist klar, dass die viele Kalorien verbrennen bei dem ganzen... der ganzen harten Arbeit, die hier leisten müssen. Also, Herr, ich meine, es wurde an 3 Holzstationen im Dorf auch weiter Holz hergestellt. Eigentlich müssten wir gewappnet sein. Ich weiß halt nicht, ob man die Villagers dazu noch bringen muss, dass die was bauen damit. Weil das weiß ich nicht, ob du das einfach nur haben musst. Oh. Oh. Wenn der anfängt zu rennen, dann ist es vorbei. Dann kriege ich den nicht mehr. Scheiße. Erstmal nachladen, wenn hier ein Wolf jetzt kommt. Geil, das sind nochmal 10. Oh, geil. Welchen Tag haben wir, Leute? Tag 2. Okay, wir sind glaube ich, noch ganz cool. Wir sind ganz cool. Keine Ahnung, was man dann für den nächsten Sturm sammeln muss. Okay, wir fahren noch in die richtige Richtung. Ein ganz kranker Hirsch war das. Habt ihr ja wohl alle gesehen, oder? Habe ich da unten rechts noch was gesehen? Nee, das ist nur so ein Busch. Das Gute ist, dass der Schlitten von alleine fährt. Wir haben auch jede Menge Muni und so eingesammelt, aber ich glaube, wir sind da auch erstmal so relativ cool. Das war echt ein erfolgreicher Loot. Eine erfolgreiche Loot-Tour, wie ich finde. Ich weiß auch nicht, ob da, wo wir waren, wir sehen ja nicht, wo wir schon waren. Ja, wir wissen ungefähr grob die Richtung, wo wir waren, aber... ob dann ein Loot-Respawn am Start ist, das weiß ich auch nicht. Hab ich da gerade was gesehen, ne? Ach, es ist so schön. Es ist einfach nur schön. Oh. Sorry, Babies. Boah, die haben jetzt aber auch hart geackert, ne? Meine kleinen, süßen Furzis hier vorne. Ich sollte gleich auch echt mal was essen. Das geht so ein bisschen bergab mit meinem Gesundheitsschüssel. War ich da unten schon? Da ist schon wieder so eine Festung. Ich fahre da mal eben rüber. Ich weiß nicht, ob das da war, wo ich vorhin war. Ja, ich glaube, da war ich schon. Doch, wir könnten relativ in der Nähe. Aber ich fahre hin. Ich fahre mal hin, weil ich es nicht genau sehe. Okay. Ich weiß auch nicht, ob die Hunde angegriffen werden können. Ja, das ist eine offene Kiste da, ne? Okay, alles klar. Ja, dann sind wir fast zu Hause. Cool. Sehr gut. Aber dann war es ja doch nicht so weit. Ich meine, wenn du straight dann wieder nach Hause fährst, dann gucken wir mal, dass wir diese komischen Kisten packen. Ich weiß, es wird einem halt nicht erklärt, ne? Du kannst da so Food Crates packen. Ich weiß nicht, weil die Food Crates kannst du benutzen, damit zum Beispiel doppelt so viel Holz für eine gewisse Zeit hergestellt wird. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Food Crates dann auch dafür da sind, dass dein Dorf überlebt. Oder ob du das Fleisch so haben musst, das wird halt nicht erklärt. Und das ist dann halt so ein bisschen ärgerlich, wenn es Permadeath ist und du weißt halt nicht, was du machen musst. Das mal eben auszuprobieren, wenn schon 3 Spielstunden vorbei sind, ist halt auch eher so, weißt du? So, Moment mal, ich, vielleicht nicht so ganz nah an diese... Stellen wir hier nochmal eine Falle hin. Die kann man
man dann ja nochmal abklappern. Ich glaube, es müssen irgendwie so und so viele Meter dazwischen sein, zwischen den Fallen. Ich glaube, so weit dürften wir jetzt nicht mehr von unserer... Da hinten ist sie doch. Dann setze ich gleich hier, ich steige gleich hier nochmal ab und setze eine Falle. So, hier ungefähr. Oh! Kranker Hirsch. Du armer kranker Hirsch. Ich guck, das ist hier gleich. Ich erlöse dich, okay? Oh nein. Ach, der ist zu schnell, wenn er wegrennt. Habe ich ihn getroffen? Scheiße. Ich glaube, das kann ich vergessen. Shit. Oh, nice. Nachladen. Was ist hier? Ich habe echt Panik vor Wölfen, ey. Alles klar. Hab dich erlöst. Nochmal 10. Geil, geil, geil. Gut, dann zurück zum Hundeschlitten. Jetzt echt mal zurück auch in die Siedlung. Das ist da unsere Siedlung da hinten, ne? Wo ist denn jetzt mein Hundeschlitten, bitte? Ich bin schon ziemlich weit gelaufen, ne? Unten. Oh Gott. Ja, dann bauen wir auch hier noch... Ich meine, wie viele Ressourcen frisst denn so eine Falle? Das kann ich wahrscheinlich sehen. Wenn ich da drauf klicke, dann würde ich hier nämlich noch mal eine hinsetzen. Ich meine, das kann nicht schaden, ne? Und dann schauen wir mal auf die, in die eine Falle. Ich weiß auch gar nicht, wie sehr das was bringt, aber... So, dann schauen wir noch mal... Was kostet die? Das ist machbar. Okay, alles klar. Jetzt haben wir 4 Fallen hier aufgestellt. Ab nach Hause, meine Süßen. Also ich bin total runter. Meine Hunde werden dann wahrscheinlich auch hungrig sein bei dem ganzen... bei der ganzen anstrengenden Arbeit, die jetzt hier... abgerissen haben. Und ich muss auch unbedingt was essen. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Holz die denn jetzt hier alle so für uns haben. 190, nice. Okay. 190 und da wahrscheinlich auch nochmal großartig. Geil. 180. Perfekt, Leute. Perfekt. So, erstmal kriegen die Hunde was zu trinken. Und jetzt trinken wir mal was. So, wir schauen mal eben, ob es denen gut geht, weil die würde ich natürlich gerne... Okay, die sind aber alle noch cool. Alles klar. Dann gucken wir mal, wie viel Metall hier am Start ist. 76, das ist auch echt gut. So, meine Lieben, ich muss mal was essen. Erstmal muss ich was essen. Und nochmal was. Und jetzt müssen wir, ich werde nochmal eben was für mich abkochen. Ich weiß nicht, ob das dann auch mit in das Food Crate kommt oder nicht. Und dann machen wir mal ein paar Food Crates. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ja. Also wir brauchen 400 Holz. Wir gucken mal eben, was wir noch herstellen können hier.
Ich brauchte ja... Gewächshaus brauchen wir auch. Produces vegetables and berries once a day. Requires research center. Also brauchen wir erst ein research center. Tech center? Was ist denn research center? Hä? Ist das research center das Tech center oder was? Geil. Steht Requires Research Center und es ist aber ein Tech Center. Das ist natürlich auch geil, ne? So, das kommt hier hin. Wie viel Zeug haben wir denn jetzt noch? 722 Wood. Ich muss mal eben zu dem... Wo ist denn das hier? Ne, das ist das Getränkeding. Ah, hier. Nee. Hä? Ich glaube, ich muss hier noch was machen. Safehouse? Nein. Workshop? Nein. Village Manager, den brauche ich, glaube ich, noch. Den habe ich noch gar nicht, ne? Ja, mittendrin. Ah! Kann ich das hier zwischenmachen? Ja. Cool. Ja, den Village Manager brauche ich. Der managt dann hoffentlich hier den Schutz. Okay, das sind meine Holzhütten hier. Ich hatte doch noch irgendwas gebaut irgendwo. Was ich vorher noch nicht hatte. Oder war das hier einfach nur Settlement, einfach nur neue Hyopies hierhin, ne? Die waren das, glaube ich. Collecting wood for incoming storms. It's a must if you want to survive. Okay, alles klar. Okay, dann kriege ich einfach mehr Leute, um noch mehr von diesen Hütten hier hinzubauen, ne? Das macht Sinn. Dann gucken wir gleich mal im Research Center. Wir bauen gleich auf jeden Fall auch noch so eine Metallhütte. Weil ich glaube, davon brauchen wir halt auch einiges. Ich mache das jetzt direkt. Wir machen noch so eine... Dahin. Es wird schon, ne? Es ist schon... Jetzt hat eine Größe. Hier haben wir noch Holz. Hier haben wir noch Holz. Oh nein, habe ich noch so ein... Achso, nee. Okay, alles klar. Da ist mein Research Center. Dann gehen wir da doch mal rein. Jetzt kann ich wahrscheinlich... Hier kann ich wahrscheinlich gar nichts drin machen. Or not. Da. Kann ich den anquatschen? Nee, okay, dann kann ich einfach ein Gewächshaus, das bauen wir jetzt auch sofort, meine Lieben. Dann haben wir alles am Start, Gewächshaus, weil dann haben wir das nämlich auch für den Sturm. Wieso kann ich das hier nicht hinsetzen? Erklärt mir das doch mal. Okay. Ja, genau. Alles total kreuz und quer. So haben wir es am liebsten, meine Lieben. So haben wir es am liebsten, oder? So, wo ist jetzt mein Village Manager? Der wird noch gebaut, oder was? Da. Hier, genau. Hier kannst du Koop machen. Ich spreche nochmal die Leute an, ob die mir sagen, dass ich zum Village Manager muss, um diese Crates zu packen. Oh Gott. Kann ich nicht mal anquatschen? Chief, remember to pack food crates for the village. You can do this, Village Manager. Okay. Build a workshop. Wir müssen noch ein Weapon rebauen. Okay, wir machen jetzt mal Food Crates. Ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Ich weiß es wirklich nicht, meine Lieben. Pack Food Supplies. Machen wir mal back. Keine Ahnung. Ich guck mal, wie viel wir jetzt hier noch am Start haben. Okay, wir haben also... Wir haben immer noch genug. Ja, dann mache ich noch mal ein paar Food Supplies. Ey, keine Ahnung. Also nicht super viele, weil ich ja auch noch was für die Hunde brauche. Kuh. 10.
könnte eigentlich immer noch ein paar machen. So. Das muss jetzt erstmal reichen. Welchen Tag haben wir denn? Tag 3. Also ja, bald zieht der Sturm auf. Wo habe ich denn meine Falle hingebaut? War doch hier irgendwo, oder? Man könnte natürlich auch mal... Ach, ich wollte schon wieder über Q auf die Map, Mann. Oh, weiter unten. Da. Oh. Hey, little fella, I'm sorry. I'm sorry. Ich baue hier mal noch eine hin. Es macht natürlich Sinn, die hier in der Nähe zu haben, ne? Also sind wir mal ehrlich. Was? 250 Meter? Alter. Woher soll ich wissen, wie viel 250 Meter sind? Hier so? Ungefähr 250 Schritte, ne? So viel war es noch nicht. Ja. Geil. Okay. Wie gesagt, es ist Tag 3. Ich glaube, eine große Loot-Tour machen wir jetzt eigentlich nicht mehr hier. Weil wir in der Nähe sein müssen vom Settlement. Geht das jetzt? Jawohl. Cool. Komm, dann laufen wir noch da hinten hin. Wie viel Holz haben wir noch? Ich will jetzt hier nicht. Wir brauchen 400 Holz. Und dann gucke ich gleich nochmal in den Hütten, was ich da so machen kann. Aber meine Lieben, 20 Minuten sind voll. Ich verabschiede mich von euch und hole euch gleich wieder dazu. Bis dann. Aloha.